Ja Leute, damit willkommen zu, nicht zu Let's Play Landwirt Simulator 2015, sondern eher zu einem kleinen, na wie soll ich sagen, Info-Videochen. Und zwar, upsa, habe ich jetzt nach langem Hin und Her überlegt, boah, und zwar werde ich, wir haben unser Ziel ja erreicht, alles 15, so haben also eine gute Tierzucht aufgebaut, wir haben, ja, wie soll ich sagen, wir haben, ja, wie soll, wie heißt es jetzt, ja, wir haben unser Windrad endlich. Und, ja, mir fällt auch schwer, das so zu sagen, aber ich werde LS15 jetzt hier beenden. Vorerst, in Anführungsstrichen vorerst. Denn, LS15 wird auf jeden Fall wiederkommen, und zwar im Oktober, November, End Oktober, Anfang November, wenn es heißt LS15 Gold Edition, dann auch mit dem Lenkrad etc. Und ja, weil ganz ehrlich gesagt, ich bin, oh Mann, ich gehe gerade ganz ehrlich zu, ich sage ganz ehrlich, von LS ein bisschen angeödet, weil wir im Moment immer noch gleich schon immer wieder, immer wieder. Ganz am Anfang war es ja ganz interessant, dann müssen, da, gucken wir mal, das, das und das haben. Jetzt haben wir aber alles erreicht. Gut, wir haben jetzt den, das Biest noch nicht gehabt, die Hackschnitzel. Aber den Hackschnitzel war ich schon eh in die richtigen Freunde geworden. Und ich denke auch, dass wir in LS15 die, eventuell die, das Holzgedringe da eventuell weglassen. Und dann, dann vernünftig machen, ohne uns das schwer zu finanzieren, sondern wirklich über durch harte Feldarbeit. Sag ich jetzt einfach mal. Und ja, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen nachvollziehen. Drum bitte ich hiermit auch um euer Verständnis. Aber wie gesagt, LS15 ist nicht komplett abgeschnitten, es ist nur pausiert. Ah, ja, ich habe gesagt abgebaut. Ich sage einfach mal pausiert. Wieder bis das LS15 die Gold Edition rauskommt, wo wir uns dann der neuen Map und den neuen Maschinen widmen werden. Und dann nächstes Mal wieder so lange was zocken werden, bis das nächste LS rauskommt. Oder wenn LS 15 Platin, wer weiß. Alles andere wird nochmal weiterlaufen. Sniper Elite wird weiterlaufen. Was ich jetzt als Ersatz für LS mache, bis das LS Gold kommt, weiß ich noch nicht. Eventuell mache ich einfach nur ein paar, lass ich nur eins laufen im Moment und gucke, dass ich guck, dass ich dann wie heißt vielleicht Multiplayer Sachen ein bisschen mache, nebenbei, wenn ich am Spielen bin, ein bisschen aufnehme oder sonst irgendwas. Und ja, vielleicht ein bisschen Counter-Strike, bisschen Call of Duty, vielleicht mache ich auch noch mal, na, wobei Minecraft werde ich vielleicht auch nochmal machen, allerdings, wie habe ich schon mehrmals gesagt, nicht alleine. Da werde ich vielleicht gucken, dass ich da vielleicht noch ein oder zwei Leute finde, auch YouTuber oder sonst irgendwas, die dann mit Lust haben mitzumachen, weil alleine Minecraft scheiße, muss nicht sein. So, und drum, in diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal hier mit LS15 von euch recht herzlich und würde sagen, sehen wir uns dann in anderen Let's Plays wieder, beziehungsweise wenn ihr nur auf LS50 steht, dann erst wieder in LS15 Gold Edition Anfang November, Ende Oktober, Anfang November. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine recht gute Zeit. Wir sehen uns dann wieder und ja, macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.